Hallo YouTube und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei GTA Ehrgeiz RP. Meine Lieben, sind wir wieder am Schlüssel und es gibt vieles Neues, werde ich euch gleich zeigen, denn wir machen eine Ausfahrt zu unserer Farm. Da haben wir ein bisschen was zu tun, aber ich will mal gucken, ob unser Kumpel hier, unsere rechte Hand, The Ryan, in the house ist. Na, müssen wir mal schauen, wie, was und wo. Hallo, ist der Chef da oder ist er schon wieder weg? Der ist gar nicht da heute, oder was? Ach Mann. Ja gut, sag's mal liebe Grüße, ne? Wenn er Zeit hat, soll er mal rumkommen. Alles klar, ne? Bis denn dann. So, war er gar nicht da. Verdammte Axt. Dann müssen wir mal sehen. Dann werden wir ja vorne einfach mal in die Mülltonne gucken. Brauchen nämlich kurz mal. Mal schauen hier. Was haben wir denn? Sammelkarten. Ich will keine Sammelkarten. Was haben wir an zu essen eigentlich noch dabei? Wir haben Maden, die schmecken nicht so toll. Wir haben einmal Exkremente. Okay, das ist alles nicht das Gelbe vom Ei. So, das bedeutet für uns, wir machen mal einen Ausflug zum Marktplatz. Denn der Magen krummelt. Wir müssen was essen. Ich glaube, ich habe bei den Folgen was vertauscht. Das kann sein. Ich glaube, die eine sollte eher und die andere sollte heute erst. Kann durchaus sein. Asche über mein Haupt, meine Lieben. Das kann passieren. Das waren einige Videos. Und es war verdammt spät. Deswegen seht's mir nach. So, gucken wir mal, was ist denn hier so los? Ach, schau an. Ja. Beachte mich noch nicht. Guten Abend, was denn? Was ist denn wieder so wichtig auf dem Telefon, hä? Was denn? Hä? Guten ich Abend. Ich hab grad einen Abend, ich hab gerade mit Rabe telefoniert. Ach so ist der das. Der kommt auch gleich hierher, der weiß nicht, wo deine Farm ist. Ach, Lul. Ja, ist so, dass ein Zombie bei dir in der Farm wohnt? Nein? Naja, nachdem das auf dem Militärgelände war, bin ich mit Mike quasi zu dir auf die Farm geflüchtet, weil wir dachten, du fährst da auch hin. Ja. Und als wir da ankamen, lief dann ein Zombie rum, der uns gefragt hat, wie uns sein Grundstück gefällt. Was? Wieso seins? Dann wollte er eine Flasche Wasser haben, die ich ihm gegeben habe, und dann hat er gesagt, wir sollen uns von seinem Grundstück verpissen. Dann hat er mir einen Granatenwerfer ins Gesicht gedrückt. Und dann sind wir runtergerannt und dann ist er in dein Haus spaziert. Okay, warte kurz. Hast du Fieber? Nein, habe ich nicht. Nee, ist normal. Dein Ernst jetzt? Ja. Gottes Willen. Komm mal mit, weil ich muss mal ein bisschen was zu essen und zu trinken kaufen. Oder hast du was zu trinken einstecken? Ja. Oh, das ist lieb. Danke, dass du mir was gibst. Meine gute rechte Hand. Hey, doch einmal. Immer! Immer! Das weißt du doch. Ja, ja. Danke dir. Nee, also jetzt ernsthaft, da war ein Zombie. Der ist dann bei dir in die Butze reingelaufen, hat sich da aufs Sofa gesetzt. Ach du Heimatland. Dann sind Mike und ich schnell auf das Grundstück geschlichen, haben die Fahrräder genommen und sind weggedüst. Ah ja. Und war sonst noch irgendwas? Warte, ich muss noch was zu trinken holen. War sonst noch irgendwas? Oben? Oder, also jetzt mal ernsthaft, hat der irgendwas gemacht? Wer? Na, das Zombie. Nee. Nicht. Ach, der hat nur zu uns gesagt, das ist sein Grundstück, okay. Und wir sollen abhauen. Lange. Ja. Und dann, hat er bei denen in die Bude reingegangen. Hast du geguckt, ob der noch da ist? Bist du bescheuert? Ich guck dir doch nicht nach. Ja, hallo? Was ist, wenn ich da jetzt nichts an reingegangen wäre? Ja, gut. Das wäre scheiße gewesen. Dachte jetzt, naja, mal gucken, was kommt. Wir dachten auch erst, wo ist gebissen. Ich doch nicht. Habe ich ihnen auch gesagt. Bin doch widerstandsfähig. Bin wie Unkraut, ich komme immer wieder. Genau das habe ich auch gesagt. Ich habe gesagt, Unkraut vergeht nicht. Siehste? Ja. Das macht mir ein bisschen Angst, dass wir uns schon so gut kennen. Das ist ein bisschen... ein bisschen schlimm. Du sag mal, warte mal, was lese ich denn hier? Ja. Wildkatzen? Ja, das war gestern.
Was war denn da schon wieder mit Wildkatzen? Naja, irgendwie ist Ravi vom Palito hier runtergeradelt. Dabei sind ihm zwei Schweine begegnet. Das eine ist dann auf einem Roller gefahren. Okay. Und danach ist eine Wildkatze hinter ihm hergerannt. Ach nee. Dann ist er irgendwie auf den Baumarkt geflüchtet. Ja. Und da wurde dann angegriffen von dem Viech. Und verletzt. Aha. Und dann, ich war zu dem Zeitpunkt im Palito oben, hab Holz gehackt. Und auf einmal ist auch so ein Viech bei mir aufgetaucht. Ach nee. Und ich bin dann aber schnell auf so einen Container hoch. Ja. Und dann hat er mir gewunken. Aha. Und dann stand er plötzlich neben mir. Und dann bin ich weitergerannt. Okay. Und dann hat mich Hermann angerufen, dass Ravi angegriffen worden ist und verletzt ist. Und dann bin ich da hingefahren. Und wir haben quasi seine Wunden verätzt mit einer Eisenstange. Habt ihr Schießpulver reingemacht? Nein. Muss ich ausbrennen? Ja, nee, wir haben einfach eine Eisenstange heiß gemacht und haben ihn dann drauf gedrückt. Ah, okay, okay. Was rein dir? Na, alles gut? Ja, bei dir? Oh ja, es geht wieder einigermaßen. Ich muss bei der Fahrradfahren ein bisschen aufpassen, weil meine linke Brust ein bisschen was abbekommen hat. Mich hat gestern eine große Miezekatze gebissen. Ah, okay. Ja, war ziemlich heftig, aber der Komp hat mir zum Glück ein bisschen geholfen. Ja. Der Hermann hat sich ein bisschen angestellt wie eine kleine Weichei. Welcher Honk hat dir geholfen? Was hat dir geholfen? Der Komp hat gedacht, nee, Quatsch, ich bin noch ein bisschen durcheinander. Ja, man merkt das so ein bisschen, ja. Ja, das ist, welchen Honk meinst du jetzt? Ich weiß auch nicht, wen er da meint. Ja, keine Ahnung, ich meinte hier, der Ryan hat mir geholfen. Ach ja, so Ryan hat es wieder reingesteckt. Ja, ja, und der Hermann, der hat sich ein bisschen angestellt wie, keine Ahnung, eine kleine Mädchen. Was? Wieso? Ja, der wollte nicht die Wunde ausbrennen, weißt du? Ach nee, also ja, bitte. Musste dann wieder da reinmachen. Eigentlich wollte ich einen Lötkolben holen, aber den Kolben hatte ich so schnell nicht bei Hand, da habe ich einfach eine Eisenstange genommen. Ja, ja. Okay. Also ja, ich habe hier ein bisschen Exkremente gesammelt. Ui. Hab jetzt schon mal zwei Dünger gemacht. Der Ryan hat mir jetzt eben noch zwei Tuten gegeben. Da mache ich gerade noch Dünger fertig und dann kann ich dir geben, wenn du brauchst. Oh, ihr seid ja spitze, hey. Ja. Ihr seid ja richtig spitze. Sag mal. Aber das war ja vorher auch schon klar. Ja, das stimmt wohl. Jungs, sagt mal, ich habe die Idee gehabt, dass ich mir jetzt einfach oben bei der Farm, wenn jetzt soweit jeder weiß, wo die ist, ne, dass ich mir einfach für euch eine Holzkiste hinstelle. Da könnt ihr doch alles reinpacken, oder? Was meint ihr? Ja, das wäre eigentlich eine ganz gute Idee. Könnten wir immer mal vorbeifahren und dann einfach reinlegen, ne? Genau, ja. das wäre eigentlich ganz gut. Da stellt sich die Frage, Ryan. Ja. Ich brauche 9 Nägel und 7 Holz. Nägel kriege ich bestimmt irgendwie hin. Okay. Muss nur mal gucken, aber Holz wird schwierig. Ja, dann die Axt und los geht's. Dann mach doch einfach der Holz. Ich habe Nägel ohne Ende bei mir zu Hause in der Kiste. Wie viel Holz brauchst du? 9 für eine Kiste. Ja, Nägel habe ich mehr als genug. Kann ich dann bringen, ist kein Problem. Eieiei. Ah, okay. Ja gut, das passt. Da können wir die wenigstens fertig machen. Aber ich muss dir aber auch ganz ehrlich sagen, Masradi, wegen der Kiste kommt mir gerade noch so die Idee. Ja. Yeah. Womöglich sollte ich da doch ein Schloss davor machen, weil, guck mal. Ja, am Ende bedient sich einer, ne? Ja, deswegen, weißt du, dann müsste ich mir vielleicht. Was schubst du denn schon wieder? Ich würde nur was in den Rucksack stecken. Ah ja, okay, dann warte, dann steck mal rein. In den Rucksack, bitte. Ryan. Ja, ich steck da was. Ich steck da jetzt was rein. Vorsicht. Rein damit. Vorsicht. Los, steck ihn rein. Gottes Willen. Ekelhaft. Nicht in Worte zu fassen. Du mir das in den Rucksack gesteckt. Oh. Was hast du mir in den Rucksack gesteckt? Holz. Unglaublich. Wie wär's denn, wenn du meinen Rucksack nimmst? Ja, wollte ich ja. Ich brauche hier. Ja, aber Ravi ist schon genauso wie Hermann. Das ist auch so ein Langfinger. Ich will gerne mal aufhören. Du hast nur den Rucksack verwechselt. Unglaublich. Nicht in Worte zu fassen. Aber nee, ich hab mir. Müssen wir vielleicht was anderes überlegen, dass man bei mir. Danke dir. Kein Problem. Dass man bei mir. Unglaublich. Wie, danke. Hast du das jetzt wirklich? Alter, weg. Wisst ihr, nein, du, darum geht's zur Farm, ne?
Wieso denn ich? Ist okay, jetzt doch genauso. Louis, pack rein jetzt. Ja, hier bitte. Mensch, jetzt Kinder. Weg. Oh, es ist auch schwer, ey. Meine Fresse. Ja, Holz. Ja, ist schon mein Holz. Holz, nee, aber. Au! Oh, sorry, das war Rami. Wirklich jetzt. Entschuldigung. Ich wollte dich nur mal ein bisschen zu der Besinnung bringen. So ein bisschen zurechtschubsen. Unglaublich. Hat irgendwann eine Bandage hier vielleicht? Was brauchst du jetzt, eine Bandage? Das war ein Denkanstoß. Du bist vielleicht ein bisschen Aua gemacht? Ach, ein bisschen Aua gemacht hat doch. Naja, das gehört noch von der vorigen Aktion mit Ravi. Das blutet ja nicht mal dein Hand getreten. Alles gut. Unglaublich. Unglaublich. Ne, aber ja gut, müssen wir was anderes überlegen, dass die Leute das da vielleicht reinpacken könnten. Oder was meint ihr? Kannst du deine Farm abschließen? Meine Farm, ja, na klar. Aber dafür gibt. Du hast keine Schlüssel wahrscheinlich, ne? Das ist so eine komische Schlosser, oder? Ne, ich mein Farmhaus, na klar kann ich das abschließen, aber ich drücke halt nicht jeden unbedingt den Schlüssel in der Hand, weißt du wie? Ja, ja. Aber ich habe mir halt überlegt, Mensch, mit den Exkrementen, das wäre halt schon. Das Problem ist ja auch, wenn er dir anbietet, bei ihm zu schlafen, schließt er dich auch ein. Entschuldigung, ich mein's nur gut, ne? Dass ihn keiner wegschnappt. Entschuldige. Und? Nur lieb gemeint. Wie man es macht, ist es verkehrt. Habe ich letztes Mal da Minas Klamotten liegen sehen im Gästezimmer? Na, weil die womöglich auf dich gewartet hat. Gab es bei der, Celtic gab es auch keine Vorhängeschloss oder so, ne? Wo man Schlüssel teilen konnte, ne? Nee. Es geht, ja, ich mache mir halt bloß so die Gedanken, so, bin halt gerade hin und her gerissen, ob ich eine offene Holzkiste hinstelle oder nicht. Ja, die Gefahr besteht halt dann wirklich, ne, dass sich dann irgendeiner daran bedient oder so. Das ist halt das Problem. Aber auf einer Art, auf der anderen Art wäre es. Vielleicht doch jemand Bandagen hier. Nee, ich habe keine. Da verkauft sich vielleicht jemand. Du musst mal gucken. Mensch, das macht mich alle. Ja, kann ich verstehen. So, manchmal ist er schon ein bisschen. Manchmal kostet er ein bisschen Nerv. Bitte was? Bitte? Ist aber ein guter Kerl. Achso, okay. Das musst du immer dazu sagen, dann geht der kleine Junge auch spielen. Nee, aber, ja gut, dann muss ich mir mal Gedanken machen, weil es wäre halt schon schön, ne? Da brauchten die, wenn ich gerade mal auf den Feldern unterwegs bin, na, jetzt ja, bestes Beispiel mit dir, hättest du hinfahren können, jetzt reinlegen können und fertig. Ja, das stimmt, das wäre eigentlich ganz gut gewesen. Hm. Und wenn man die Kiste irgendwo versteckt, hier gibt es bestimmt viele Leute, die auch viel durch die Gegend fahren und sich alles angucken, ne? Ja, na klar. Das würde auch in der Hose gehen. Deswegen. Hm. Aber ich muss mal gucken, was macht er jetzt? Was macht er denn jetzt? Irgendwas ist am Basteln. Ich gehe mal eben noch der andere zwei Dünger machen, dann gebe ich dir dann die Sache. Ja, ne? Okay, sehr schön, sehr schön. So, Ryan. Ja? Kannst du dich dabei nicht hinsetzen, wenn du dich irgendwie verbindest? Ich muss sie erstmal zusammen basteln. Es ist vielleicht doch dem einfacher, wenn du dich hinsetzt. Wieso? Ich muss jetzt auch nur im Kopf weggehen. Aha. Naja, gut. So, ein bisschen und hier. Ich halt aber nicht, ne? Ja. Da soll ich auch schon mal drauf drücken. Nee, alles gut. Okay. Bist fest geworden, aber es passt schon. Kannst du noch atmen? Ja. Gut, das ist die Hauptsache. Nicht, dass du mir über den Jordan gehst. Das würde ich nicht wollen. Das hättest du aber lieb gesagt. Ja. Ich speicher's dir ab für schwere Zeiten. So, rein, halt mal ein bisschen Abstand. Nicht, dass du wieder hier Sachen nimmst, die nicht dir gehören. Ja, du alter Geier. Wieso denn ich? Weil du genauso geier bist wie die Müllcontainer-Geier. Also welche Müllcontainer-Geier? Also pass auf, ich kann es mir nicht erklären. Ne? Ich war jetzt im Prinzip am Arsch der Heide, hier hinten, hinter den Bergen. Was ist denn die Heide? Bei den sieben Zwergen und so. Ne? Da war ich gerade. Das ist so ein Herr-der-Ringe-Ding? Und, nee. Die sieben Türme. Verstehst? Nicht. Also, einmal? In etwa. Okay. Danke. Kommt nochmals, der Rucksack wird langsam schwer. Ja, da kommen jetzt noch. Das Ding riecht aber echt. Nee, das sind die Exkremente, die ich extra in viele Tuten gepackt habe, dass nichts in deinen Rucksack geht. Das passt ja ganz gut mit dem Holz, dann hast du gleich eine Kiste, die auch gleich stinkt. Das ist. Lala. Das. Holla die Waldfee. Nee, aber auf jeden Fall war ich da hinten am Werkeln und dachte mir, Mensch, guckst du mal, ne? Vielleicht hast du mal Glück und findest wieder was. Aber seit geschlagenen etlichen Tagen, gefühlten Woche, ist jeder Container leer. Oh, du hast nicht genug Platz in deinem Rucksack. Ja, dann gibt's hier rein oder ihr kommt dann zusammen hoch. Ja, wir kommen dann einfach mit. Zum Beispiel, ne? Weil ich wollte dann sowieso mal fix schon losradeln, weil ich müsste nämlich noch ein bisschen aufräumen.
Im Haus. Im Haus. Mhm. Aufräumen. Ja, wieso? Komm näher! Brauchst nicht so zu flüstern. Vielleicht findest du auch den Zombie, der da unten wohnt mittlerweile. Ja, deswegen, das meinte ich ja eher so damit, mit aufräumen. Deswegen will ich da erstmal die Vorhut machen und ihr macht die Nachhut. Okay, so können wir machen. Für den Fall der Fälle, dass du gebissen werden solltest, soll ich dich dann gleich umbringen, oder? Für den Fall der Fälle, dass ich gebissen werde, ja? Ja. Kommst du mir ganz nah? Okay. Bleibst und stech dir dein Messer an. Bleibst so lange bei mir, bis es womöglich ins Negative umschlägt und wartest aber. Worauf? Auf dem Punkt des, auf the point of no return. Und dann darf ich zustechen? Nee, nichts da zustechen. Warum nicht? Weil du das mit mir aussitzen wirst. Nee. Die rechte, ja, rechte Hand teilt alles mit dem. Dann müssen wir ein leeres Auto dazu holen. Bist du irre oder was? Willst du da ans Leder? Geh ich dir ans Leder. Nee, du bist auch nicht so linke Hand. Also müssen wir stehen, zu dritt ruhig dann. Nein, die linke Hand ist Sonderstatus. Das bringt dir doch eh nichts, wenn du ein Zombie bist. Macht dir nichts. Kann ja hinterher trauern. Willst du als Zombie hinterher trauern? Du kannst ja wenigstens versuchen, oder? Du stellst halt ganz schön viele Fragen rein. Was ist denn mit dir los? Ich wollte nur sicher gehen, für den Fall der Fälle. Ja, für eine rechte Hand. Ich weiß nicht. Einfach folgen und ja sagen, Chef. Alles gut. Nee, dafür bin ich ja die rechte Hand, um Sachen zu hinterfragen. Das ist sehr, sehr vorbildlich. Masrati, sehr vorbildlich. Sag mal, ich habe da gerade noch eine Idee. Dafür haben wir ja Ben jetzt mittlerweile, der Sachen einfach blind ausführt. Ja, den müssen wir uns noch ein bisschen antrainieren, ne? Weil eine Minute oder so kann er nicht so gut abschätzen. Nee, da wären 10 draus. Richtig. Das ist so eine Sache. Irgendwann sehen wir ihn wirklich nicht wieder. Aber sag mal, wie lief's denn eigentlich mit dem Adjutanten? Ryan. Ja. Wie lief's mit unserem Adjutanten, mit Hermann? Gut. Gut. Ja. Das ist schön. Pass auf, ich habe folgende Idee. Du kriegst noch einen Adjutanten. Wie noch einen Adjutanten? Masrati. Auch noch? Ja. Was schau an. Der passt dann mit Hermann auf dich auf. Wieso müssen zwei Leute auf mich aufpassen? Weil du eine ich schaff das auch alleine. Ja, aber du bist eine wichtige Person, wenn ich nicht da. Wenn ich jetzt nicht wüsste, dass das sarkastisch gemeint ist. Nee, das ist wirklich von Herzen gemeint. Ich tue mich nur schwer mit solchen Gedusel. Ah ja. Weißt du, und ich bin da sehr um dein Wohl bedacht, deswegen stelle ich dir nochmal Masrati und Hermann als zwei Adjutanten dir zur Seite. Und natürlich werden sie mir genauso Bericht erstatten, wie du das immer machst. Ja, natürlich. Also unbeschönigt mit der klaren Wahrheit. Ryan. Ja. Ja. Also, so wie ich halt auch immer. So wie du, natürlich. Richtig. So wie ich du. Ich würde dir nie irgendwas Falsches erzählen. Nein, deswegen. Ja, richtig. Gut. Ich werde jetzt nach dem Zombie gucken gehen und ihr kommt rauf. Na, wollen wir alle zusammen? Ich muss vorher nochmal für große Lümmel. Verstehst du? Also willst du deine Privatsphäre haben, kurz? So ein bisschen. Ich will Clary noch was schreiben, da brauchst du ein bisschen Ruhe. Ah ja. Okay? Okay. Ja, mach das ruhig. Gut. Die vermisst die, mir hat die bestimmt auch schon vermisst. Ja, ich glaube. Okay, Jungs, wir sehen uns dann oben. Okay. Alles klar, bis gleich. Denk dir an die Nägel. Ja, ich fahre eben nochmal zurück und hol die Nägel. Ich kann noch bei mir schnell gucken, denn vielleicht habe ich noch welche. Ja, vielleicht. Dann geh du bei dir gucken, weil ich habe auf jeden Fall welche. Am Ende muss ich sowieso wieder zurückfahren. Okay. Ja, ich fahr schon mal vor, das passt. Gut, alles klar. Dann treffen wir uns oben bei der Farm. Alles klar. So machen wir's. So, meine lieben YouTuberinos, das war's erstmal für heute in der Folge. Wir machen uns jetzt hoch auf die Farm. In der nächsten Folge sehen wir uns dann natürlich dort. Ne? Und wenn es euch gefallen hat, lasst dann natürlich sehr gerne das Däumchen mit da. Ne? Schreibt was Nettes in die Kommentare. Macht die Glocke gerne auf aktiv. So wisst ihr immer, was Neues gibt im Ehrgeiz RP oder auch im LS. Ne? Und bis dahin sage ich einfach Tschüss und Ciao. Bis zum nächsten Mal.